Ja, guten Tag bei diesem Blick ins Labor. Wir haben viel über Frequenzerweiterung des Spektrumanalysers gesprochen, haben das auch realisiert mit dem Mixer und dem Local Oscillator. Und jetzt müsste man vielleicht noch eine Anwendung finden, eine sinnvolle Anwendung finden, um diese Frequenzerweiterung auch nützlich einzusetzen. Ich habe hier folgendes Szenario gemacht. Ich habe hier einen Vervielfacher, der mir 9 GHz aus meinem Signalgenerator erzeugt. 9 GHz, und diese 9 GHz, die habe ich hier am Ausgang. Mal schauen, hier nochmals. Jawohl, hier sind 9 GHz anliegend. Und zwar sind die entstanden durch eine Vervielfachung aus 2,25 GHz. Das gibt diese 9 GHz. Mehr kann ich nicht im Moment. Und dann geht das mit einem kleinen Miniband-Kabel, einem hochwertigen kurzen Kabel, auf den Mixer. Und hier speise ich den Local Oscillator ein. Der Local Oscillator hat 6 GHz. Das heißt, von 9 minus diese 6 habe ich an der Zwischenfrequenz 3 GHz. Das reicht gerade noch, um es auf meinem Spektrumanalyser anzuzeigen. Die Ausgangslage, die überprüfen wir nun, schauen, wie das Signal auf dem Spektrumanalyser sich verhält, damit ich dann den Coupler einfügen kann. Und mit dem Coupler, oder der Coupler, werden wir ausmessen, und zwar werden wir die Directivity, das ist so eigentlich das Hauptmerkmal so eines Couplers, messen, und auch die Auskopplung. Also die Auskopplungsdämpfung. Dieser ist spezifiziert von 6 bis 18 GHz von Omnispectra. Nicht ein extrem hochwertiges Produkt, aber okay. Er hat spezifiziert hier minus 10 dB. Die Auskopplung sollte minus 10 dB sein. Und das werden wir mal kurz alles überprüfen. Die Directivity gemäß Spezifikation sollte über 30 dB sein. Das ist doch schon hervorragend bei diesen Frequenzen. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Auf dem Spektrumanalyser sehen wir hier den Peak. Das sind genau 3 GHz. Das ist also diese 9 weniger 6. Das heißt, es ist ein 9 GHz Signal. Wunderschön zum Anzeigen. Und wir haben hier minus 28,77 dB. Also irgendwie 29 dB. Haben wir hier eigentlich schon die Einfügedämpfung. Das ist eigentlich, was dann von einem Signal, vom Signalgenerator über diesen Vervielfacher noch schlussendlich ankommt. Das ist unser Ausgangswert, und von diesem Wert aus werden wir jetzt die anderen Werte checken. Und zwar als erstes die Directivity. Mal schauen, was daraus kommt. Übrigens habe ich, damit das Rauschen ein bisschen reduziert wird, habe ich die Resolution Bandwidth habe ich ziemlich reduziert, und auch die Visual Bandwidth habe ich reduziert, damit das Rauschen da ziemlich tief ist und dass wir ein relativ ruhiges Signal haben. Hier ist der Marker, der ist kontinuierlich eingestellt, der wird sich also immer der Form anpassen. Und jetzt werde ich den Coupler einschleifen, und zwar für die Directivity kommen die 9 GHz, die kommen an den Output des Couplers. Und dann werden wir schauen mal, was da rauskommt. So, ich habe jetzt den Richtcoupler eingefügt. Hier die 9 GHz. Ich habe hier einen 50 Ohm Abschluss am Eingang. Und dann den Coupler. Der Coupler geht auf den Mixer. Hier anschauen, genau. Coupler-Eingang hier. Das ist RF, das ist wieder die 9 GHz und die EF. Und jetzt schauen wir, was da auf dem Spektrumanalyser herausgekommen ist. Wir hatten 29 ungefähr dBm als Referenzsignal. Jetzt schauen wir, was wir da haben. Ja, also das Signal haben wir jetzt minus 63, ja fast 64 dB. Also wenn wir die etwa 29, 28, 29 hatten wir, hat ein bisschen variiert. Also wir haben hier eine 63 weniger die 29,
Das würde in dem Fall etwa 34 dB Directivity geben. Die Spezifikation ist 30 plus, also etwa je nach Frequenz, ist ein bisschen frequenzabhängig. Aber man kann mal sagen, dass dieser Spektra Omnispektra Richtkoppler bei 9 GHz die Spezifikation einhält. Das ist so ein Beispiel, ein erstes Beispiel. Und jetzt werden wir noch die Coupling, Auskopplungsdifferenz messen. Die sollte hier bei diesem Teil minus 10 dB sein. Also wir gehen wieder zu unseren 29, 30 dB, die wir als Ausgang hatten, und werden wir mal schauen, was der Coupler uns da sagt. Für diesen Zweck müssen wir unser System hier umdrehen, also Ausgang und Eingang vertauschen und dann schauen, was rauskommt. Das habe ich jetzt gemacht. Also jetzt haben wir hier Eingang, der Ausgang habe ich mit 50 Ohm abgeschlossen und hier den Coupler. Und jetzt schauen wir, was da rauskommt. Also wir hatten ja ungefähr 29 dB wiederum, nicht ganz, irgendwie sowas, und sollten jetzt irgendwie etwas um 39 haben. Das schauen wir an. Ja, nicht schlecht. Also wir haben 39,7. Weniger die 29 oder knapp 29, das gibt nicht genau diese 10 dB Differenz. Also die Auskopplung minus 10 dB ist gewährleistet. Auch diese Spezifikationen werden eingehalten. Das ist eine Anwendung oder eine Möglichkeit, um den erweiterten Frequenzbereich des Spektrumanalyses auch irgendwie sinnvoll auszunutzen oder einzusetzen. Zum Beispiel mit diesem Richtkoppler, der von 6 bis 18 GHz spezifiziert ist. Schönen Dank für diesen kurzen Blick ins Labor und bis bald.